Okay, dann werde ich glaube ich erstmal versuchen, drei Leuten das hier einzunehmen, weil die immerhin unsere Leute hier angreifen, scheinbar. Mit den anderen dreien. Ja, das wäre dann auch einfach, würde ich mal sagen. Ja, und in der Zeit kann ich eigentlich ein bisschen anfangen, ja, ein bisschen die Fabrik zu bauen, so. Weiß nicht. Auch das werden die nicht mögen, deswegen werde ich es gleich wahrscheinlich nochmal umändern. Also ich werde nochmal. Ich führe jetzt Krieg gegen die Rotnation. Ja, ihr habt meine Jungs angegriffen. Eingenommen, was auch immer. Ja, sieht gar. What the fuck? Deine Stadt wird angegriffen. Verteidige sie, indem du Geschütze aufstellst oder Gebäude errichtest und für mehr Zufriedenheit sorgst. Ja, Bro. Was ist denn das hier? So ein Idiot greift mich an. Geh mal weg hier, Alter. Ja, er stirbt gerade einfach daran selbst. Meine Stadt ist zu stark für ihn. Zack, eingenommen. Komm zurück. Irgendwie, was ist mit denen eigentlich? Warum sind die so sauer eigentlich? Kontakt. Unser Militär sammelt sich an deine Grenze. Wir grüßen oder um dich zu verspotten. Was, Bruder? Ja. Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Die Worte beweisen große Weisheit. Actually, lol. Wir sind wieder neutral mit denen. What? Warum greift ihr uns an? Okay, hat wieder aufgehört. Hä? Bro. So, die haben das jetzt gleich eingenommen. Die hier kommen zurück, die Jungs. Da will jemand unser Geysir wegmachen. So nicht, mein Freund. Den nehmen wir uns wieder. Was ist das, Digga? Oh, jetzt ist da unten irgend so ein Idiot. The fuck, Alter. Ja, ein Boot. Let's go. Angriff. Macht er schon. Jede Nation mit mehreren Städten erscheint in deinem Kommunikationsmenü. Wenn du die Maus über das Symbol einer Nation bewegst, siehst du den Stand der aktuellen Beziehungen. Kannst die Gründe für derzeitige Einstellung einsehen und mit deinem Kommunikationssystem Kontakt aufnehmen. Ja, sie sind auf einmal wieder böse. Meine Grenzen sind zu eng gesetzt. Was denn das, Digga? Blau ist auch auf einmal böse auf uns. Du bist eine militärische Nation. Sei mal leise. Kann ich mit denen nicht einfach dasselbe machen? Wir bewundern dich. Ja, perfekt. Er kämpft halt gerade gegen mich, der Idiot. Die werden gerade... Rot wird scheinbar gerade einmarschiert. In Rot. Eigentlich könnte ich denen vielleicht dann gleich helfen, einfach den Gelben. Nein, die sind ja auch böse auf uns. Ich kann auch einfach hier gleich einmarschieren. Egal, wir werden jetzt einfach gleich... Oh lol, die nehmen das da oben ein. Placen die letzten beiden Autos, nice. Und... Was auf das Boot, würde ich sagen. Aufs Geschütz. Rein in die Olga. Wir holen uns zwei neue Autos, die killen einfach mal den nebenbei. Kommt, jetzt macht das Geschütz weg, ihr Idioten. Ja, perfekt, jetzt geht auf das Große. Wir beiden nehmen das ein, was uns gerade weggeklaut wurde. Oh, Gelb hat was zu sagen. Der Planet zittert vor unserer mächtigen Flotte, du wirst nicht überleben, bereite dich auf den Krieg vor. Ja, Pech gehabt, Digga. Hier drüben ist noch das Geschütz, was jetzt Auge macht. Das ballern wir einfach easy ab. Oh, nice. Sollte gleich down sein. Ja, jetzt auf den Rest. Let's go! Okay, wait. Go, du hast diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Let's go. Ja. Die oben werden immer noch eingenommen. Ich würde fast einfach ja, noch ein paar Boote ausbilden. Wir werden gleich einfach über Wasser die Gelben hier oben angreifen. So, rein da. Greifen die an. Ab dafür. Am besten erst auf dieses Geschütz. Es wird Zeit, dass du uns respektierst. Wir verlangen 2500... Wer seid ihr überhaupt? Altnation. Du kommst das Geld aber nur über unsere Leiche, Digga. Wir sind nicht erfreut. Du verschwendest deinen Atem, Digga. Woher? Walddorf. Ja, leck mich doch, Walddorf. Mann, da Jungs, wir machen hier sogar direkt so einen Schutz hin. Angriff. Angriff, Jungs, komm. Okay, perfekt. Die machen jetzt erstmal das Turret weg, hoffentlich. Doch, Digga. Jetzt haben die anderen das eingenommen. Greif die jetzt an. Reiner. Hopp. Scheiß auf die komischen... Hexer. Wir machen hier Unverwundbarkeit rein. Und sieht so aus, als würden die hier angreifen wollen. Nicht mit mir, mein Freund. Wir placen hier einfach mal zwei Turret. Ne, ein Turret. Ein Turret reicht, glaube ich, oder? Kommt schon, Jungs. Voller Angriff. Okay, einfach weil hier zu viele kommen, placen wir da jetzt eine Bombe hin. Kein Bock, die jetzt hier alle zu verteidigen. Weg mit euch. Zack. So nämlich.
Wir könnten eine Hilfe brauchen, des Planes für den Krieg erklären. Ja, wenn die $2000 drauflegen, also... Klingt gut. Freut mich, dass wir auf einer Seite stehen. Okay, Jungs. Das hört sich actually gut an. So, und jetzt müsstet ihr es haben. Rein da jetzt. Kommt schon. Hopp. Kommt, Jungs. Bam. Go, dass diese religiöse Stadt mit militärischen Mitteln erobert, möchtest du die Spezialisierung beibehalten, solltest du Städte mit geringer Zufriedenheit ins Visier nehmen, um ihre Einwohner zu konvertieren. Wähle das Spezialgebiet dieser Stadt. Ja, militärisch bleiben wir, eindeutig. Wieso sind die schon wieder sauer? Ist das militärische? Ich glaube, ich muss denen gleich ein Geschenk geben oder so. Das Beste, was geht. Lässe ich mal ein Boot hin. Jetzt sind die auf einmal böse. Ich bin eine Bedrohung. Warum? Wir bereiten uns. Jetzt haben die Signal. Die Welt muss sich in einem anderen Glauben vereinen, du wirst die Wahrheit lernen, wie alle anderen vor dir auch. Was willst du von mir? Dann gibt's halt kein Geschenk für euch, ihr Idioten. Ah, hier werde ich jetzt angegriffen scheinbar. So, 5 neue Panzer. Weg mit euch, Idioten. Ihr nehmt jetzt dann ganz schnell einfach die hier ein. Ja. Wir werden jetzt einfach gleich da eine Bombe, glaube ich, reinwerfen. Was hat der alles zu sagen? Du hast einen Krieg erklärt? Ja, nerv mich nicht, Digga. Wir werden jetzt hier Bombe reinwerfen, bevor wir ankommen. Und... Boom. Das hat fast alles kaputt gemacht und jetzt rein da. Hey, nee, das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Bitte, beeilt euch. Okay, wait. Bevor die das einnehmen, tue ich das alles verkaufen. Ich sehe nicht ein, dass sie mein Geld hier bekommen. Alter, wie lange brauchen die denn? Oh, soll ich ein bisschen helfen? Jetzt auf das da. Jetzt auf das da vorne. Und jetzt in die Mitte. Mittlerweile alle Boote komplett am Paniken, wissen nicht, was sie machen sollen. Geht jetzt da rein. Ah. Ist das ein Hin und Her? Ja, komm. Dass diese religiöse Stadt mit militärischen Mitteln erobert, bla bla bla. Ob Boote. Geht jetzt diese Stadt hier einnehmen. Ja, Rot, laber mich nicht voll, laber mich nicht voll. Ich möchte gar nicht wissen, was du sagst. Wir haben dich jetzt, ne? Wir haben dich. Zack. So nämlich. Let's go, du hast diese religiöse Stadt, bla bla bla. Let's go, Erfolg. Sogar der mächtige Wind gehorcht nun unserer Technologie. Der Luftrichter und die Wirbelröhre ermöglichen dir den Bau von Flugzeugen, die kilometerweit über der Planetoberfläche schweben und manövrieren können. Okay. Wir werden jetzt erstmal, ja, ein Flugzeug erstellen, würde ich sagen. Es ist hier kein Boot angezeigt. Achso, weil wir nicht ja, kein Boot haben können. Lul. So, und ich habe schon vorhin gesehen, hier gibt es ein was, das sieht aus wie ein fucking Sternzerstörer. Das werden wir jetzt auch nehmen. Boah, das ist doch nice. So ein actually ein Laserstrahl. Noch ein paar Designs, maybe. Einen dicken Stern. Einfach, weil es der Sternenzerstörer ist. Ich würde sagen, so nehmen wir das actually. Komplette Zerstörung. Und wie schon beim Boot. Wie beim U-Banjo. Oder beim Banjo-Bot. Zack. Nehmen wir uns dieselben Farben. Wir nennen das, glaube ich, Banjo-Zerstörer. Zerstört nicht nur Sterne. Banjo. Zerstört nicht nur Sterne. Clean. 3000 kosten die uns jetzt. Deswegen holen wir jetzt wahrscheinlich die Geysire und verkaufen, glaube ich, ein paar Schiffe, die gerade nichts machen. Einfach mal. Zack. Boom. Können uns schon mal zwei Flugzeuge machen. Greifen wir am besten als erstes an. Wir könnten auch die Trackbomb machen. Was ist denn das? Diese Fähigkeit beschädigt Gebäude und Fahrzeuge und kann helfen, Städte zu erobern. Die sieht mir sehr böse aus. Wann habe ich die hier? 6 Städte. Ja, ich würde dann einfach mal auf 16.000 sparen, oder? Donation hat die nächste Stadt eingenommen. Bald geht es nur noch gegen die. Die hier sieht sehr räudig aus. Die könnten wir mit ein paar Fliegern annehmen. Einnehmen. Oder mit... Wait, die wurde gerade schon. Stimmt, ich brauche eigentlich gar keine Fahrzeuge mehr. Können alle weg. Ich komme ja nirgends rüber. Okay, dann würde ich sagen, mehr Flieger,
nehmen gleich alle Flieger und Boote und marschieren in irgendeine Stadt ein. Blau nimmt es gleich die ein und damit ist Blau die einzige Nation. Wir müssen jetzt noch ein bisschen aufrüsten hier. Angriff hier. Ich glaube, das ist auch die einzige Flotte, die sie gerade noch haben. Sie versuchen, die so schnell wie möglich zu vernichten. Okay, okay. Sieht ganz gut aus. Ab dafür, ab dahin, ab dahin, ab dahin. Ja, nice, nice, nice. Okay. Sie sind gerade, glaube ich, so geschwächt. Wir werden direkt diese Stadt hier einnehmen. Nice, 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 nice. Ich will die Turrets wegblasten. Richtig. Kommt. Ja, sieht gut aus, Jungs. Let's go. Let's go. Du hast diese militärische Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Sie bleibt eine militärische Stadt. Ja, mach den letzten Pimmel hier noch weg. Nice. Let's go. Beziehungsweise, ich werde jetzt alle, die hier sind, schon auf die... Oh, macht es schon Sinn, die auf die hier zu setzen? Wir warten. Wir könnten warten auf die Trickbombe. Sagen, wir greifen jetzt hier an. Davor werfen wir die Rakete hin. Zack. Trickbombe. Holy shit, da kommt sie angeflogen. What? Instant. Holy shit. What? Wir können da noch Leute leben. Hallo. Wie können die mir noch die Flagge überreichen? Wie können die noch leben? Sind die nicht gerade einfach alle Holy shit. Du hast diese militärische Stadt eingenommen und erobert. Bla 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 bla. Okay. Wir könnten rein theoretisch auch, jetzt wo wir 6 Städte haben, uns die Interkontinentalrakete holen. Diese Fähigkeit zerstört alle Städte. Das hört sich sehr brutal an tatsächlich. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wie viel kriege ich denn pro Minute? 10 pro Minute. Das heißt, ich muss 4 Minuten warten. Noch. Am besten mich weitmöglichst verteidigen, weil jetzt wieder irgend so ein Idiot hier wahrscheinlich ankommt. Okay. Wenn wir die hier kaputt gemacht haben, würde ich sagen, ist es endlich soweit. Wir werden die Interkontinentalrakete zünden. Alter. Alter. Boah. Boah, Junge. Alle Städte. Die Weltherrschaft ist dein. Wenn du bereit bist, in die Weiten jenseits deines Heimatplaneten vorzudringen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Klicke hier, um dein Weltraumprogramm zu starten. Für die Jungfernreise musst du dem Designer ein Schiff erstellen. Veränderungen können später in jeder Stadt oder Kolonie deines Reiches vorgenommen werden. Adamant-Zivilisation. Heißt die Zivilisationsweise im Schwierigkeitsgrad schwer. Yo! Holy shit. Uns gehört alles jetzt. Schließe die Zivilisationsphase mit mehr als 8 Militärstädten ab. Wait. Ach so. Ah. Ja, natürlich. Peace was never an option. Holy shit. Was ich gar nicht gemacht habe, ist mich designt. Es gibt hier safe neue Designs. Oh mein Gott. Es gäbe hier einen Zylinder. Besseren Schutz. Wir müssen natürlich einen besseren Schutz für Banjo. Wir können uns eine Medaille aussetzen, weil wir den Krieg gewonnen haben. Oh mein Gott. Weg mit der Maske. Es ist Zeit. Oh mein Gott. Es hängt ihm zwar ein bisschen im Auge, die ganzen Haare, aber schaut euch an, wie zivilisiert er jetzt ist. Noch zivilisierter als vorher. Er hat einen Zylinder. Er hat Haare an der Seite. Er sieht aus wie ein echter Gentleman. Wir haben hier eine bessere Maske, eine fucking Schmetterlingsmaske. Zivilisiert. Super toll. Wenn es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, in der Weltraumphase sich umzustylen, dann wird so unser finaler Banjo aussehen. Es ist unfassbar. Mittlerweile. Oh mein Gott. Ja, den nehmen wir. Toll, hier ist eine Kreatur. Wow, warte mal. Oh, what? Der Typ kann schießen? Was ist denn das für eine Frechheit?